YouTube, was geht? Hier ist Patrick Spector von Always Overdressed und ich habe euch endlich mal wieder hier auf dem Hauptkanal zu einem neuen Video begrüßen. Der ein oder andere wird sich noch an ein Format erinnern, das Monthly Pickup hieß. Das Format, wo ich euch meine gesamten Einkäufe vom vergangenen Monat gezeigt habe. Das ist jetzt im letzten Jahr, wenn wir ehrlich sind, ein bisschen eingerostet, weswegen ich gemeinsam mit euch entschieden habe auf Twitch, dass ich euch in einem Video meine alle meine Pickups, die ich euch noch nicht in einem Monthly Pickup Video gezeigt habe, einmal präsentiere. Leute, das sind Sachen, die teilweise ja 2021 Laufe des Jahres dazugekommen sind. Teilweise sind die Sachen sogar noch älter. Ich bin aber nie dazu gekommen, euch die irgendwie, wie gesagt, in so einem Format vorzustellen, weswegen ich vorschlagen würde, dass wir das heute einmal nachholen und machen wir dann den Cut und ab da geht's quasi dann wieder regulär weiter. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass wir jetzt hier ein bisschen schneller über die einzelnen Pieces rüber her swipen, weil es ist natürlich einiges dazugekommen. Nicht alles habe ich mir selber gekauft, viel habe ich mir im Sale gekauft. Genug gelabert, ich will mich auch gar nicht rechtfertigen. Ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mal an. Und falls ihr Bock habt, dass wir dieses Monthly Pickup Video regulär bzw. regelmäßig wieder durchziehen, dann gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Ich hole die Pieces und dann starten wir. Die Produkte werden jetzt auch nicht in irgendeiner Reihenfolge präsentiert, sondern ich gehe immer quasi hier in den Flur, grab mir was und zeige es euch. Deswegen fangen wir einfach mal mit einer Hose an, einer Schlaghose, die ich von Sanch bekommen habe, beziehungsweise die Sanch released hat. Die habe ich ja bereits schon in schwarz, die kam dann auch in dieser Blue Washed raus, hier vorne mit dem Embroidery auf den Knien und wie gesagt, hat halt einen Schlag, ist wahrscheinlich nichts für jedermann, falls Pieces noch verfügbar sein sollten, dann kann ich mal versuchen, euch, wie immer, euch die unten in die Beschreibung zu packen. Aber es kann natürlich auch sein, dass vieles davon vielleicht schon sold out ist. Machen wir weiter mit einer Hose. Das ist eine Hose, die ich sehr, sehr lange auf dem Schirm hatte. Fast schon ein Grail von mir, nämlich von Maison Mihara Yasuhiro. Viele von euch werden die Brand wahrscheinlich von diesen Oversized Chucks kennen. Die haben aber auch so wirklich extrem nice Stuff. Und da habe ich mir diese Double Layered Cargo Pants gekauft. Hier vorne mit so einer Art, ich hoffe, ihr könnt das sehen, mit so einer Art Rock. Das ist kein Rock, aber so eine kurze Hose über der eigentlichen Hose. Und die Cargo hat halt sehr, sehr viele Reißverschlüsse, viele Taschen, was mir extrem gut gefallen hat. Sehr, sehr detailreich diese Hose. Kostet aber auch, glaube ich, boah, Freunde, Preis ist natürlich immer schwierig bei so einer Hose, aber ich glaube, da hat Gott sei Dank Farfetch gegönnt, weil so kostet die, glaube ich, ein Taui oder so. Also wirklich geisteskrank, aber wirklich insane Hose. Der hat hier überall noch so Distressed-Optik. Unfassbar. Hat mich sehr, sehr gefreut, dass die bei mir in die Sammlung gekommen ist. Und auch in demselben Video hatte ich euch diese Jogginghose gezeigt. Viele von euch haben die gar nicht gefeiert. Das ist so eine Jogger, die so eine Bleached-Optik hat. Schwarz-braun. Und an der Seite hier, ja, diese Fäden, diese Kordeln. Und gibt halt so ein bisschen diesen, ja, Cowboy, weiß ich nicht, südamerikanischer Vibe, wenn ihr versteht, was ich meine. Feiere ich wirklich extrem. Viele haben es null gefeiert. Aber da sieht man mal wieder, dass das Ganze natürlich auch immer eine Geschmackssache ist, Freunde. Viele der Pieces werdet ihr wahrscheinlich auch schon von Instagram kennen. Deswegen, falls ihr die irgendwie angezogen sehen wollt, dann folgt mir doch gerne auf Insta, weil da werdet ihr die Sachen dann auch in Action sehen. Kommen wir dann zu zwei Pieces von dem GOAT, nämlich Haider Ackermann. Einmal ein Zipper, wie will man es sich auch anders vorstellen, weil ihr wisst ganz genau, der Haider Ackermann ist der GOAT, was Zipper angeht. Den haben wir jetzt auch schon bei einigen gesehen, wurde von Kanye gerockt. Hier vorne mit diesem Stripes ist Double Layered, das bedeutet, der Stoff wird zweimal gelegt. Ist natürlich sehr gut für den Winter, nicht so gut für den Sommer, weil der hält schon sehr, sehr krass warm. Das war ein Pickup, was ich mir pluggen konnte bei dem letzten Anwerb Sample Sale, wo wir leider, also Kelly und ich, selber nicht vor Ort waren. Kommen wir dann vielleicht sogar schon zu dem krassesten Piece. Ich will nicht übertreiben, aber das ist wirklich ein Grail von mir. Und da war ich sehr, 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 sehr froh und ich bereue es keinen Augenblick, dass ich mir diese Jacke relativ spontan auch wieder mit euch gemeinsam auf Twitch gekauft habe. Wieder Haider Ackermann. Ich glaube, wenn ich euch dieses Piece zeige, dann brauche ich nicht viel darüber zu erzählen. Diese Velvet Velour Bomber Jacket.
eine Re-Edition ist das hier, also es ist nicht die OG, die 2015, 2016 rausgekommen ist, sondern das ist quasi die Re-Edition, die nochmal neu aufgelegt wurde. I don't care, ich feiere die Jacke und bin super happy, dass ich die jetzt besitze, Freunde. No joke, das war einer dieser Pieces, die immer in meinem Kopf waren. Kommen wir zu dem einen oder anderen Beauty-Kram. Ich habe mir die Pflegeserie von Human Race von Pharrell gekauft. Hatte ich mir online bestellt. Problem hierbei ist, dass da noch Zoll drauf kommt, Freunde. Bitte achtet darauf. Ich habe das Ganze leider noch nicht so ausführlich getestet, weswegen ich euch noch nicht ein hundertprozentiges Feedback darüber geben kann. Falls ihr darauf Bock habt, ein separates Video, dann let me know. Weil ihr seht, ich habe hier so leichte Hautirritation unter dem Auge. Deswegen wollte ich mir da jetzt nicht hier noch die Creme reinschallern. Weil ich keine Ahnung habe, was dann passiert. Machen wir weiter mit zwei Düften, die jeweils von Marc Gebauer mir zugeschickt wurden. Sehr, sehr krasse. Einmal hier den Flamingo, wenn es mich nicht täuscht, und den Air Tiger. Beide wirklich extrem langanhaltend. Der hier mehr für den Winter, der hier auf jeden Fall mehr für den Sommer. Das ist so eine, ja, Orangenduft, sehr fruchtig. Und das ist halt so ein bisschen, erinnert mich sehr stark, oder... Das heißt sehr stark, aber ein bisschen an Nasomato Black Afghano angelehnt. Und beide aber absolut zu empfehlen, weil die von der Performance wirklich absolut überragend sind. Kommen wir zu dem einen oder anderen Accessoire. Da hätten wir einmal einen Rick Owens Puffer Schal, den ich tatsächlich schon das ein oder andere Mal hier jetzt bei den kälteren Temperaturen angezogen habe. Und dann dürfen natürlich nicht die, ja, heiß begehrten Prada-Handschuhe fehlen. Das ist ja so eine Sache, die uns sehr, sehr lange irgendwie beschäftigt hat, ob es sich lohnt, die zu holen, ob auch der Preis letztendlich gerechtfertigt ist. Ich muss sagen, ich hatte die sehr häufig an, hätte ich wirklich nicht gedacht, dass ich die so oft trage. Aber es ist natürlich auch immer eine Frage, zu was man das anzieht und ob man 850 Euro, vor allem 850 Euro für Handschuhe ausgeben will. Das ist schon wirklich echt eine Hausnummer. Kommen wir zu zwei Schuhen, zweimal derselbe Schuh. Das ist ein Rick Owens Schuh, nämlich der Ramon Abstract. Einmal in All Black und einmal in Beige. Unterschied hier ist, dass das hier ja ein Lederschuh ist. Und das ist hier so ein Canvas-Material bei dem schwarzen. Sehr, sehr praktisch ist dieser Schuh, weil ein der obvious größer macht, Freunde. Ja, ich bin nicht der allergrößte, ich bin so 1,76 groß und ich habe mal nachgemessen, diese Sohle ist 7 cm hoch. Das bedeutet, mit ein bisschen Glück ist man dann über 1,80 in meinem Fall. Das ist auf jeden Fall ein Pro-Punkt für mich, aber ansonsten finde ich den auch sehr clean, sehr nice. Ist natürlich ein Ramon, deswegen muss man sich jetzt nicht wundern, wenn man den jetzt nicht feiert, dass man den vielleicht auch nicht so fühlt. Aber ansonsten ein Baba-Ding. Ich glaube allerdings, die gibt es gar nicht mehr zu kaufen. Ich schau mal, Freunde. Wenn ja, dann wie gesagt, alles unten verlinkt. Gerade für die kälteren Jahreszeiten ist eine Sache sehr, sehr wichtig, nämlich Strickware. Und deswegen zeige ich euch jetzt ein paar Strickpullover, beziehungsweise hier jetzt ein Polunder, der sehr krass oversized geschnitten ist. Das war eine Zusammenarbeit von Zara und Ada Error. Ja, ihr habt richtig gehört, auch das haben wir in Streams sehr häufig durchgekaut. Und ein Piece davon, was ich mir von dieser Collab gekauft habe, weil die hat mir wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen, war dieser oversized Polunder, diese oversized Knitweste, wenn man so will. Überall so kleine Details, gefällt mir extrem gut und auch von der Qualität her auf jeden Fall stabil, hat aber auch 130 Euro gekostet, also schon relativ happig. Das nächste Piece ist auch ein Grail, muss man so sagen. Ich habe das irgendwann gesehen und es ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Ist jetzt leider nicht hundertprozentig der Colorway geworden, den ich irgendwie eingangs haben wollte, weil den gibt es auch noch so mit so gebleachten Elementen, beziehungsweise nicht gebleachten, aber so roten Details. Ich habe den jetzt in All Black, nämlich ein Yoshi Yamamoto Knit, der einfach insane ist, Freunde. Der ist so asymmetrisch, das bedeutet rechts länger als links und hat überall diese Bändel, hatte ich euch ja schon einige Male auch auf Instagram präsentiert. Auch jetzt hier, als wir in Paris zur Fashion Show waren, hatte ich den ja gepullt und das ist auf jeden Fall ein Piece, dass mein Kleiderschrank nicht mehr verlassen wird. Der kostet regulär, glaube ich, irgendwie über 3000 Euro und ich konnte mir den jetzt auf Hughes für 700 oder 600 schießen. Klar, immer noch krass, krass, krass viel Geld, aber das Ding ist geisteskrank. Das Ding ist so ein Keypiece, obwohl es schwarz ist, es überzeugt
vom Schnitt, von der Silhouette, geisteskrank. Der nächste Cardigan ist wieder ein Piece von Sanch. In diesem Grün, ich muss jetzt gucken, ob das hier mit den Greenscreens klappt. Ansonsten muss ich die jetzt einmal ausmachen, weil dieses Piece ist auch nicht weniger schlecht als das vorherige. Denn vom Schnitt sind die, ja jetzt nicht ähnlich, aber der ist auch sehr cropped, sehr boxy geschnitten und hat diese Oversized Ärmel in diesem Grünton eben. Auch der bin ich mir leider nicht sicher, ob das noch verfügbar ist. Und dann der letzte Knit für diese Runde, ich glaube, da müsste noch eins oder zwei sein, ist der legendäre Mani-Strickpullover. Den haben wir uns ultra oft angeguckt. Viele Leute, viele Kollegen, YouTuber-Kollegen haben sich den in Schwarz geholt. Wir haben den dann auf Stylebop im Sale gesehen und haben da direkt zugeschlagen. Relativ schlicht. Überzeugt auch hier mit diesen ganzen Destroyed Details und hier so als Mini-Flex am Kragen steht da nochmal eingestickt Marni. Problem hierbei ist, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, ich habe da einfach schon Kaffee drauf geschüttet. Auf jeden Fall Daumen hoch dafür. Der muss auf jeden Fall in die Reinigung oder Mama klärt das. Ihr wisst ja, was läuft. Mama klärt immer alles. Kommen wir zu einem Geburtstagsgeschenk, den ich im Sommer von Telly und Kelly bekommen habe. Nämlich dieser Remover-Koffer. Sehr, sehr praktisch. Auch der war schon sehr häufig im Einsatz. Und ich glaube, ich brauche nichts zu Remover zu sagen. Deutsche Brand, die eigentlich so die krassesten Koffer machen. Finde ich sehr cool. Babadeen, Qualität 1A. Und wenn wir schon von Taschen sprechen, würde ich vorschlagen, dass wir direkt zu den nächsten kommen. Da haben wir insgesamt drei Telfer Bags. Eine mittlere in grün, eine mittlere in grau und eine kleine in weiß. Die kleine, sage ich euch ehrlich, kam bei mir an und ich dachte so, bruh, what the fuck, brauchst du die wirklich? Aber erstaunlich oft packe ich die in irgendwelche Outfits mit rein. Deswegen auf jeden Fall nice. Und die anderen beiden, die grüne und die graue, benutze ich wirklich täglich. Ich versuche da immer ein bisschen durchzurotieren. Ihr seht selber, hier sind alle meine Sachen drin, die ich mal ins Office nehme. Zeichenblöcke, irgendwelche Skizzen, irgendwelche Ideen, viel Grenzkrams, Earpods etc. Alles ist hier drin. Also die sind wirklich daily im Gebrauch. Auch bei Telfer ist das Problem leider da, dass die Sachen dann relativ schnell sold out sind. Ist by the way kein Echtleder. Veganes Leder, Kunstleder, wenn man so will. Aber qualitativ immer noch top. Und kommen wir dann zur letzten Tasche, nämlich die 032C-Bag. Die habe ich schon, ich weiß gar nicht, wie lange ich die schon habe. Ich glaube, anderthalb Jahre oder so. Und ich habe sie euch wirklich nie in einem Monthly Pickup gezeigt. Deswegen hier nochmal der Vollständigkeit halber die 032C mit Adidas Bag, ja. Auch die haben wir uns im Sale geschossen. Wichtig und richtig, weil Schnäppchenpad lässt sich ja natürlich nicht lumpen. Ich würde vorschlagen, wir machen mit ein paar Sneakern bzw. Schuhen weiter. Den Anfang macht die Collab zwischen Doc Martens und Rick Owens. Das ist, glaube ich, der zweite Boot, der rausgekommen ist in diesem beigen Colorway. Hatte ich schon zur Herbstzeit einige Male an, jetzt im Winter leider nicht so oft, weil das Material ja ein bisschen anfällig ist, gerade bei Regen oder Schnee. Ja, bin ich da ein bisschen vorsichtig, will ich nicht unbedingt auf gut Glück irgendwie spielen, weil man kriegt hier ganz schnell Flecken. Deswegen werde ich den wahrscheinlich erst wieder im Frühling rocken. Ansonsten haben wir hier noch einen Schuh, den wahrscheinlich nicht so viele Leute von euch feiern werden, nämlich ein Dunk in diesem Vintage-Kuhmuster. Ich bin ehrlich zu euch, der ist verdammt alterstauglich. Der ist verdammt alterstauglich. Klar, sehr basic, sehr normal, aber alltagstauglich. Hatte ich auch tatsächlich schon einige Male an. Dann weiter mit ebenfalls, der Rick Collab. Dieses Mal allerdings nicht mit Doc Martens, sondern mit Converse. Da gab es ja einige Releases in der vergangenen Zeit. Ich habe mir einmal diese beiden gezogen. Beide Schuhe auch schon getragen. Hier habe ich allerdings die weißen oder die cremefarbenen Laces reingepackt. Fand ich einfach ein bisschen ansprechender, ein bisschen aufregender. Und der hier ähnelt einem normalen Chuck schon eigentlich sehr, sehr stark. Außer, ihr könnt es jetzt gar nicht sehen, dass er halt hier diese erhöhte Zunge hat und natürlich nur ein paar Details. Aber ich glaube, die sind auch im Sale gelandet für 70 oder 80 Euro. Und ich finde, dafür hat man hier eigentlich einen ganz guten Deal gekriegt. Die letzten beiden Schuhe sind dann wieder Sneaker. Einmal hier der New Balance, der ja in der Collab rausgekommen ist und dann als General Release. Brauche ich nichts zu sagen, Freunde. Das ist der Schuh, den ich, glaube ich, mit am häufigsten im vergangenen Sommer anhatte. Überall gesehen, sehr, sehr gehypt. Und hier einen Salomon-Schuh mit BBS, mit Boris.
den ich leider Gottes, und das ist glaube ich das einzige Piece, was ich euch heute zeigen werde, wo das der Fall ist, den ich noch nicht anhatte. Diesen Schuh habe ich, ich weiß nicht, boah, noch nicht ein Jahr, aber fast ein Jahr, ich würde sagen ein halbes Jahr, vor einem halben Jahr gekauft und den hatte ich bis jetzt noch kein einziges Mal an. Wir haben den mal für einen ADR-Shooting verwendet, ja, aber darüber hinaus weiß ich nicht, ich werde irgendwie nicht mit dem warm. Ich finde den ultra krass. Also das ist wirklich insane. So viele Details. Der wurde also diese ganzen Vergilbungen, beziehungsweise dieses ganze Dirty, das wurde alles per Hand gemacht. Deswegen auch der ziemlich hohe Retailpreis von 350 Euro. Aber ich komme irgendwie nicht drauf klar, will ich jetzt nicht sagen. Aber ich habe noch nicht so diesen einen Fit im Kopf, wo ich den vernünftig pulle. Und deswegen bin ich tatsächlich am Überlegen, ob ich den wieder hergebe. Weil Schuhe sind da, um sie zu tragen und nicht damit sie in der Ecke chillen und keinen Nutzen haben. Und gerade bei so einem Schuh, der halt wirklich auch teuer war. Ja, mal schauen, Freunde. Ich muss mit dem warm werden. Vielleicht jetzt in der kommenden Frühlings-Sommerzeit, wenn der da nicht gerockt wird, allerspätestens dann, kommt der safe weg. Und wenn wir gerade schon von Frühling-Sommer sprechen, dann habe ich auch mir eine kurze Hose gegönnt, eine Issey Miyake en plissé. Brauche ich auch nicht zu sagen. Wir wissen alle mittlerweile, dass das der ultimative Stoff gerade für wärmere Tage ist. Hier in diesem Grau-Cremeton, kurze Hosen, immer sehr, sehr schwierig. Und die finde ich einfach nur crazy. Auch die habe ich mir im Sale gekauft für 120 Euro oder so. Also wirklich ein guter Kurs. Weil regulär kosten die, glaube ich, 300 irgendwas Euro. So, dann wieder ein Zange-Piece. Zange, immer mal wieder mit dabei. Grüße auf jeden Fall an den Boy mit einem unfassbar krassen Hoodie. Oh Gott, der ist crazy. Das ist so ein Grün, das ist kein Grün, das ist auch kein Türkis. Das ist so ein, boah, sehr, sehr crazy Farbe. Gefällt mir sehr. Und überall diese, ja, dieses Embroidery, diese Bestickung. Vorne links, vorne rechts auf der Brust. Hier an den Ärmeln. Und hinten am Rücken auch relativ groß. Was aber gut ist, ist, dass das Ton in Ton gehalten wurde. Deswegen fällt das nicht allzu sehr auf, aber vom Schnitt auch geisteskrank. Falls ihr das Ganze angezogen sehen wollt, checkt Instagram ab, weil da habe ich auch einen Fitpick auf jeden Fall mit hochgeladen. Und dann nochmal drei Haider Ackermann Pieces, die wir uns zusammen auch bei Backyard Archive gekauft haben. Das sind alles Pieces, die von Haider Ackermann sind eben. Da haben wir einmal diesen Basic Hoodie ohne Aufdruck, ohne gar nichts von Haider Ackermann in dem Grauton. Ich brauche nichts zu Haider Ackermann sagen. Ihr wisst, dass ich absoluter Fan bin, vielleicht sogar mein Lieblingsdesigner. Und da es immer schwieriger wird, da an Pieces zu kommen, gab es einmal hier den grauen Hoodie und dann noch einen Sweater in diesen ausgewaschenen Khaki-Ton. Der kommt, wie ihr sehen könnt, gerade aus der Waschmaschine. Deswegen ist er auch noch ungebügelt. Aber auch der, Freunde, ist double layered, by the way. Also der ist double layered, der ist ganz normal. Das heißt, der hält euch wärmer als der, ist, glaube ich, klar. Aber das crazy, das beste oder das verrückteste Piece, was wir uns da gekauft haben, war safe diese Jacke, Freunde. Diese Jacke ist, glaube ich, ein Sample, wenn es mich nicht täuscht. Oder die gibt es 10-mal, wurden 10-mal produziert. Irgendwas interessiert mich auch nicht, wie limitiert, wie rare die ist. Ich finde die einfach an sich sehr, sehr krass. Mir gefallen die Zipper vorne. Der Schnitt ist unglaublich. Es ist ein sehr schönes Piece. Und ich freue mich unnormal, dass es in meiner Kollektion ist. Geht ähnlich in eine Richtung, wie wir gerade die Velour von Haider Ackermann gesehen haben. Die Velour Bomber Jacket. Ja, ähnliche Vibes gibt mir die. Beziehungsweise man kann die zu ähnlichen Outfits rocken. Aber hier in einer komplett anderen Farbe. Das ist mehr so eine Sommerfarbe. Und das andere ist, glaube ich, mehr so für die, ihr wisst, so Date-Abends-Filme. Naja, ihr seht selber, es ist wirklich eine Menge Stuff dabei. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen, aber ihr müsst auch wirklich im Kopf behalten, da sind teilweise Sachen dabei, die ich mir Ende 2020 gezeigt habe, weil wir so lange kein ausführliches Monthly Pickup Video mehr gehabt haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist, euch das nochmal zu zeigen oder ob ihr gesagt habt, der hättest du ja auch sparen können. Mir war aber wichtig, da einmal einen Cut zu machen und dass wir ab jetzt quasi wieder monatlich dann, ja, normal dieses Format weiterführen können. Die Hosen dürfen natürlich auch nicht zu kurz kommen. Da haben wir eine Legendary, was heißt Legendary, aber eine Pants, die ich sehr, sehr oft anhatte, nämlich die Rick Owens Pusher Pants, die Button Pants, wie auch immer man sie nennen will.
die in dem schwarzen, das bedeutet hier überall seitlich sind Knöpfe, die man so aufmachen kann, ihr wisst, auf schnell, Hose, habe ich mir bei Jukes gekauft, sehr, sehr oft angezogen und immer noch ein sehr, sehr krasses Piece. Ich weiß gar nicht, ob ich euch die zweite davon gezeigt habe schon, warte mal kurz, ich hole sie, bevor ich es vergesse, weil die habe ich nicht nur in schwarz, sondern auch in diesem, ja, beigen Colorway. Hier ist allerdings ein sehr, sehr krasser Unterschied zu erkennen, beziehungsweise, ja, nicht zu erkennen, aber schon ein krasser Unterschied, weil das hier ist ein ganz normaler Jersey-Stoff, also eine ganz normale Jogginghose, wenn man so will. Und die von Rick, also die schwarze, die hatte mehr so einen Nylon-artigen Stoff, weswegen die schon für andere Wettertemperaturen geeignet sind. Die halt mehr so für kältere Tage und die andere schon auch im Sommer. Ansonsten hat die halt noch den Unterschied, dass hier noch so eine zweite Naht mit runter geht. Und die ist halt gefühlt nochmal ein Stück weiter. Unfassbar krasse Hose. Also beide Hosen super nice. Die ist tatsächlich ein bisschen schwer zu tragen, weil die unten... Also ich habe keinen Schuh, wo ich nicht aufpassen muss, dass die Hose nicht unter den Schuh gerät. Wisst ihr, wie ich meine? Weil die einfach so insane, insane breit ist. Aber kann Vibe sein. Und wenn man die pullt, dann auf jeden Fall mit der Eule. Ihr wisst, was ich meine. Dann ebenfalls noch eine krasse Hose. Die habe ich mir in München gekauft von Bottega Veneta. Auch da müssten viele, die bereits auf Instagram gesehen haben. Das ist die mit den Zippern. Hier vorne einmal an den Knien. Hier unten am Bund. Und dann noch an den Taschen vorne. Ja, sehr uniques Design, würde ich mal behaupten. Jeder, der diese Hose kennt, weiß, okay, die ist von Bottega, aber hat halt nicht so dieses plakative Branding. Die Kreisverschlüsse kann man auch aufmachen und ja, da reingreifen, wenn man so will. Preistechnisch war die schon sehr, sehr teuer. Ich glaube, 800 Euro oder so. Also schon so brenngefährdend, aber auch die hatte ich krass oft an. Krass oft. Ich hatte sogar eine Phase, wo ich echt mich zügeln musste, die anzuziehen, weil das sonst so ein Daily Beater geworden wäre. Dann zwei Strickpullover noch. Ich glaube, das sind dann tatsächlich die letzten Stricks. Einmal dieser Vêtement, den habe ich euch auch nie gezeigt. Auch schon ultra lange in meinem Kleiderschrank. Cool hierbei ist erstens, dass wir uns den in den Sale geschossen haben, weil regulär kostet er, glaube ich, 1500 Euro. Schwieriges Thema. Und cool finde ich auch, dass der Mann einen anderen Schnitt hat. Also wir haben viel Cropped Stuff gesehen, aber der ist wirklich länger geschnitten. Ein bisschen so dieser Gargamel-Look, wenn ihr versteht, was ich meine. Und auch cool ist selbstverständlich, dass Vêtement schon zweimal ja, das Outfit, was ich auf Instagram gepostet habe, repostet hat. Shoutout gehen auf jeden Fall raus. Wirklich sehr, sehr nice. Dann der letzte Strick. Das ist aber kein Pullover, sondern ein Polunder, eine Weste wieder. Die habe ich mir im KDW gekauft von Craig Green. Ich glaube, jeder, der die Brand kennt oder den Designer kennt, weiß, dass der, ich hoffe, ihr könnt es sehen, ohne jetzt groß mit Branding zu arbeiten, dennoch eine sehr starke Signatur hat. Immer wenn man ja hier diese Schnürsenkel sieht, so auf dieses Geflochtene, weiß man, okay, das muss ja eigentlich schon fast sein. Und was ich wirklich sehr, sehr spannend finde, ist, dass der ja seitlich offen ist. Der ist seitlich offen. Das heißt, man kann, wenn man ihn anhat, letztendlich da reingucken. Und hier überall hängen noch so Bändel runter. Sehr krasses Ding. Unfassbares Ding. Will ich mir nach wie vor genauso ziehen, weil es sehr, sehr krass ist und einfach auch nochmal einen Look komplett aufwerten kann. Beispiel unter einem Longsleeve, also über einen schlichten Longsleeve, ein T-Shirt selbst kann man den rocken. Sehr baba. Dann nochmal zwei Jacken. Auch hier eine College-Jacke darf natürlich nicht fehlen. Das ist die von Ruff. Die müsste leider Gottes schon ausverkauft sein. Ich habe aber gehört, dass dann ein Restock vielleicht an den Start kommt. Ich weiß es nicht. Ihr kennt die College-Jacken von Ruff. Hier mit relativ lauten Bestickungen. Hier vorne zwei, was sind das? Vögel, Tauben. Klärt mich in den Kommentaren auf. Und hinten dann auch nochmal dieses Motiv, sehr schön, gefällt mir sehr gut und auch sehr, sehr alltagstauglich. Und wir haben vorhin schon über die Zara Ada Error Collab gesprochen. Und auch da hatte ich schon angekündigt, dass ich mir nicht nur ein Piece gekauft habe, sondern dieser graue Mantel ist auch dazu gekommen mit diesen, ja nicht Kontraststitching, aber Kontrastelementen in Weiß. Unfassbares Ding, gefällt mir sehr gut. Auch Qualität
Ich weiß jetzt nicht, ob das normale Zahlqualität ist. Ich würde jetzt sagen, ja. Vielleicht minimal besser, aber das ist jetzt nicht auf Designer-Level bzw. auf ADA-Error-Level, weil ihr wisst, dass ich auch einen ADA-Error-Mantel schon besitze und der ist nochmal um einiges besser als der Kollege hier. Aber der war auch um einiges teurer, um fair zu bleiben. Alles klar, kommen wir dann finally zu den letzten Pieces. Wenn wir gerade schon von Ruff gesprochen haben, dann möchte ich euch auch noch diese Lederkombi zeigen, bestehend einmal aus der Jacke, die sehr cropped ist, aus einem Nappa-Leder und dazu die passende Lederhose darf natürlich auch nicht fehlen. Beides Pieces, die ich auch schon sehr, sehr häufig anhatte, habt ihr wahrscheinlich auch bei einigen Rappern oder was auch immer gesehen. Unfassbar nice, freut mich unnormal, dass das ja so gut ankommt und auch qualitätstechnisch wirklich sehr, 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 sehr krass, Freunde. Ich habe euch immer gesagt, dass echt Leder, damit Pieces rauszubringen, ist wirklich teuer. Also glaubt es mir, da ist man easy im dreistelligen Bereich, allein an Produktionskosten. Und dass man trotzdem dann irgendwie sowas rausbringt, feiere ich extrem. Dann noch drei Rick Owens Pieces, wow. Fangen wir hier mit den Schuhen an. Das sind wieder High Tops Ramones. Ich glaube, ja, ich muss aufhören, Ramones zu kaufen. Aber ich glaube, jetzt habe ich auch wirklich mehr als genug. Hier ist einmal das Besondere, dass der Stoff oder das Material anders ist. Und hier vorne sind noch so, ja, Sprüche drauf. Ja, gut. Ich glaube, viele von euch werden jetzt nicht so fühlen. Ich finde den sehr machbar. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist ein Schuh, den kannst du rocken und brauchst jetzt nicht irgendwie großartig Gedanken machen, dass irgendwie die Hose wack dazu aussieht, gerade auch zu den Ledersachen, die ich euch gerade gezeigt habe. Naja, dann noch eine, diesmal keine Lederhose, aber eine waxed Leinenhose von Rick. Auch die ist sehr, sehr breit geschnitten, hat hier noch diese Cargo-Taschen an den Seiten, ansonsten komplett clean gehalten, überzeugt halt vom Schnitt und aber auch von der Qualität. Und dann das allerletzte Rick-Piece, aber das müsst ihr auch viele oder müsstet ihr auch schon kennen, ist einmal die Puffer-Jacket, die aus der Fall-Winter 2021. Auch das war, ja, ein Grail von mir. Ich hätte sie sehr, sehr gerne in Khaki gehabt, da bin ich leider nicht rangekommen. Deswegen hier die schwarze, geht ein bisschen in die Richtung von der Moncler mit Rick, die ich ja, ich glaube, noch vor der hier gekauft habe, aber dennoch hat die noch so verrückte Elemente, wie zum Beispiel hier die Schultern kann man aufmachen, man kann die Ärmel kürzer machen oder lang halten. Sehr, sehr verrückte Jacke. Und ich glaube dann wirklich das letzte Piece, und auch das ist ein Piece, was ich mir nicht diesen Winter gekauft habe, sondern vergangenen, ist diese Puffer-Jacke von Jacquemus in dem Grau Colorway. Ich muss sagen, sehr, sehr erfrischende Farbe, sehr, sehr erfrischend. Gerade bei kalten Tagen, wo vielleicht die Sonne so ein bisschen rauskommt, ist die sehr, sehr krass, weil ansonsten ist man halt mehr dazu geneigt, immer Winterjacken in dunklen Farben zu kaufen, sei es braun, schwarz oder so ein Khaki. Und da finde ich es sehr, sehr krass oder sehr, sehr gut und tut auch einem Kleiderschrank gut, wenn man da nochmal eine hellere Farbe hat. Ich glaube, wir sind durch. Ich hoffe auch nicht, dass das so absolut weird geflexmäßig rüberkommt, weil das war wirklich nicht die Intention. Ich wollte einmal hier einen Cut machen, euch alle Pieces zeigen und ab jetzt regulär weitermachen, weil das war immer in meinem Kopf, dass ich dieses Monthly Pickup noch abdrehen möchte. Und deswegen hatte ich euch ja auf den Livestreams gefragt, ob ihr darauf Bock habt. Und ihr hattet darauf Bock. Here it is. Ich hoffe dennoch, es hat euch dieses Video gefallen. Wenn ja, dann gerne einen Daumen nach oben. Es würde mich mega freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.